Juhu, hier sind wieder Cheng und Yangs. Willkommen bei einer neuen Folge von... Na, von wo kommt er? Was glaubt ihr? Da oder wo? Ja, wisst ihr? Zugucken. Ja, willkommen zum größten Dino-Scheißhaufen der Erde. Wir haben uns gedacht, dass das wäre ein besonderer Ort für eine neue Folge von... Hi Cheng, hi Jans, wir sind Jan und Nico und vielleicht kennen wir uns noch von der U-Party aus Augsburg und ja, wir haben uns einfach mal gedacht, dass wir machen hier mit. Unsere Aufgabe besteht... Löwensenf zu essen. Ja, danach zum Abschluss trinken wir ein Jahr abgelaufenes Bier. Ja, ob die das wer wohl gewinnt. Ja, Jan und Nico, da habt ihr euch ja was Tolles ausgedacht, würde ich sagen, ne? Ja, Löwensenf. Ist das sowas wie Vogelmilch oder so? Gibt es Vogelmilch? Oder Mäuschenmilch? Ich glaube, ja, glaub, Vogelmilch ist Schokolade oder so. Ist doch egal. Ja, da haben wir Blödsinn, ey. Ja, blödes Gesabbel wie immer. Und, ja, und deswegen denke ich mir, dass wir... Kannst du mal aufhören, mich zu manipulieren, du Spinner, ey? Sack, Alter. Du bist immer so aggressiv, ey. Weißt du das? Warum nicht aggressiv? Natürlich, wie das letzte Mal. Ja, ja. Guck dir das mal an, wie beim Domino, warte. Da hast du so letztens... Guck dir das mal an. Ja, und du willst mir sagen, du bist nicht aggressiv? Dann kannst du mal sehen, was du letztens ausgelöst hast. Nico und Jan machen was weniger Aggressives und zwar Senf trinken und Bier essen. Diesmal werden wir auch zusammen wetten und wir haben uns für euch, extra für euch, zwei Bestrafungen ausgedacht. Also ich würde sagen, wenn sie es nicht schaffen, dann hauen wir uns in Slow-Mo. Wir machen eine schöne Slow-Mo-Kamera und dann hauen wir uns eine schöne 1 Liter Milch-Packung ins Gesicht. Gegenseitig. Ja, gegenseitig, so, das ist geil. So Last Samurai-mäßig, ja, genau, unentschieden, genau. Wobei wir in Schwertern gegenseitig kommen. Ja, das machen wir, okay. Weil cool. Ich wollte schon immer mal wissen, ob so ein Ding aufplatzt, wenn man sowas ins Gesicht kriegt. Kriegen wir eigentlich Augenschutz oder irgendwas? Weil ich glaube, das kann ganz schön ins Auge gehen. Was denn das? Wenn sie schaffen, würde ich sagen, dann machen wir Tequila Sun... Wie heißt das? Tequila Sunrise? Sunrise, ja. Kennst du das? Das ist ein Cocktail. Du meinst Tequila Suicide. Ach, Suicide! Tequila Sunrise wäre weniger schlimm gewesen. Tequila Suicide, für einige von euch sicherlich ein Begriff. Es geht nämlich um Selbstmord. Die Ingredients, wie sie ihr kennt, Tequila, Salz und Zitrone, werden auch hier verwendet. Nur anders. Und zwar? Das Salz durch die Nase, dann normal trinken, ganzes Glas am besten. Und dann die Zitrone ins Auge. Jetzt liegt es an Nico und Jan. Mal schauen, ob sie es schaffen. Wenn ihr es wissen wollt, dann ja, votet fleißig mit. Hier ist wieder die Adresse. Und wir haben sogar jetzt ein Postfach. Mal ganz schnell so mal eben gesagt. Das blenden wir hier ein. Wozu das Postfach? Für die Leute, die kein Internet haben und uns das Video per CD dann zum Postfach schicken. Ja, genau, wollen, genau. Da, so, an sowas habe ich gedacht. Also, falls ihr noch CDs habt oder DVDs, wenn ihr schon in einem neuen Zeitalter seid, so Blu-ray und so, die uns das auch schicken. Yeah. Okay, das war's dann für heute. I wouldn't bet on it. 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 Buh. Buh, Thomas. I wouldn't bet on it. I wouldn't.